Brains! Ja, huhu, hier wieder beim Koali und bei Plants vs. Zombies Garden Warfare. Wir spielen auf der Seite der Pflanzen mit der Jadekaktee im coolen Herzchenbrillen. Komische Kirsche auf dem Kopf. Sonst was. Look. Ja, was machen wir denn mal? Wir starten mal einen Drohnenflug und verschaffen uns mal einen Überblick. Hier vorne scheint der Teleport zu sein. Ja, da gibt es auch schon ordentlich Luftabwehr. Da können wir auch direkt mal unseren Mais hinschmeißen. Und hier... Oh, ich hasse diese Drohnensteuerung. Seit ich das Spiel auch für eine Konsole besitze, merke ich erst, wie kacke das Gamepad auf, auf dem PC ist. So, ja, lassen wir den nochmal da das Ding fressen. So, hier vorne können wir hier irgendwie durchgucken. Irgendwie scheint der Teleport auch schon hin zu sein. Ja, die Sonnenblume heilt uns ein bisschen. Da ist ein Wissenschaftler. Ja, ein bisschen. Einer von der Sorte, ich möchte es hier aber ordentlich heilen. Ordentlich haben. So, ja. Minen. Oh, und hier sind sie im Garten, die Kollegen. Einen haben wir. Oh Gott, Rakete. Oh. So, wiederbeleben. Jetzt haben wir ein bisschen Zeit. Die Erbse kümmert sich um den eindringenden Braunmantel. Und hier kommt... Ah, oh, dieses Bombardement. Vom Schnellfeuer-Rugby-Werfer. Ist ja schon wieder ordentlich Action. Ich muss mich erst daran gewöhnen, dass die Jadekaktee nicht die schnellste ist ihrer Sorte. So, fliegen wir mal wieder hier rüber. Nicht, dass es jetzt noch groß was bringt, aber vielleicht können wir nochmal... Ja, können wir nicht, weil irgendwie hat das nicht funktioniert. 100 Punkte für einen zerstörten Teleporter abgreifen. Gleich haben sie schon wieder den Garten eingenommen. Wir versuchen mal die Sonnenblume hier wieder zu beleben. Ja, aber da kommen die Raketen. Nie Mehrfachraketen, ne? Ich erinnere daran, meine wahnsinnige Liebe zu den Mehrfachraketen. Einfach die beste Erfindung, seit es Plants vs. Zombies gibt. Mehrfachraketen. Ja. Hier finde ich immer Heilblumen hier hinten in der Ecke ganz nett. So, da hinten kommt schon wieder ein Wissenschaftler angelaufen. Die verstecken sich hier immer ganz schön. Und wenn man natürlich nicht trifft, so wie ich, dann bringt die ganze Sache nicht viel. Da bin ich schon wieder. Und warum schießt denn keiner auf den Kerl hier? Hallo? So, bitteschön. Jetzt hätte ich gerne auch ein bisschen Heilung für meine Leistung. Aber kriege ich natürlich nicht. Ach, nee, ach, nee, ach, nee. So. Drohne. So, da hinten wird jetzt abgemeißt. Schnell ein bisschen zurückziehen, aber hat auch nicht, hat auch nichts gebracht. Versuchen wir mal hier zu unserer Heilblume vorzudringen. Wenigstens auf die ist noch Verlass. Ja. Kommen die Fußsoldaten in den Garten rein. Wie wär's, wenn wir da mal wieder ein paar Minen verlegen? Dann ist schon der nächste Fußsoldat. Und den haben wir. Sehr gut. So, hier auch wieder eine Mine hin. Da kommt der Fußsoldat von der anderen Seite. So. Da wird er wahrscheinlich versuchen, hinten rumzulaufen. So, den haben wir nicht gekriegt. Fußsoldat gegen Erbse. Das muss die Erbse doch für sich entscheiden, jawohl.
So muss das sein. So, unsere Drohne ist gleich wieder fertig. Das heißt, wir versuchen jetzt hier mal wieder zu entkommen. Lass mich durch, Erbse. So, da hinten ist der Fußsoldat, den wir eben gesehen haben. So, da hinten. Den versuchen wir mal zu erlegen. Obwohl, der ist ein Tarnranger. Der wird uns im Nahkampf überlegen sein. Aber der ist angefrackt. Komm, jawohl. Den haben wir. Sehr gut. Und Drohne. Bleiben wir mal hier auf dem Dach, bis unser Mais aufgeladen ist. Und gehen dann mal nach hier oben. Und Mais! Mais! Vielleicht kriegen wir einen der Raketentürme weg, aber eher kriegen die uns weg. Ja. So, wir haben eine Vorlage kassiert. Ja, ohne uns ist hier ein schlecht Kirschenessen im Garten. Aber wir haben ihn noch besiegt, sehr gut. Die Strahlenkanone. Ja. Ich mag ja Wissenschaftler irgendwie. Gehören auch zu den stärkeren Klassen. Wenn man nicht gerade gegen sie spielt, ist das Ganze auch machbar. So, und ich gehe nochmal in die Drohne. Ich versuche das hier. Ich glaube, nach diesem Spiel hier versuche ich auch mal... So, hier muss jetzt der Mais hin. Versuche ich mal die Steuerung ein bisschen anders einzustellen. Aber ich weiß ja jetzt, wie krass das sein kann mit der Drohne. Verziehen wir uns mal ein bisschen hier in den Rückraum. Können wir einfach versuchen, nachher einen irgendwie noch zu erlegen. So aus dieser Perspektive hier hinten. Da steht zum Beispiel einer. Ja, den haben wir erledigt. Sind aber entdeckt worden. Hier schön Zeug. Ja. Die ZPG-Raketen. Ist nicht so schlimm wie die Mehrfachrakete, aber... Ja. Ich muss übrigens Teamkameraden wiederbeleben und Wissenschaftler mit Kartoffelminen erlegen und Sargzombies mit Tarnmunition erlegen. Spricht doch... dafür, dass wir das mal irgendwie versuchen sollten. So, hier. Ein bisschen schießen wir. Und treffen nicht, wie immer. Ja, ich glaube, ich muss hier wieder zurück. Aua, 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 aua. Ja. Sei froh, Tarnranger, dass du so einen armen Kaktus wie mich erledigen konntest. Fühl dich wohl. Und, gib davor mit deinen Freunden an. So, da oben ist er wieder. Ja, und zerlegt mich. Der ist hier hinten unterwegs, warum auch immer. Ja. Kommt man hier eigentlich irgendwie auf dieses Haus drauf? Hier ist er unterwegs. Hallo? Dieser blöde Sack, ey. Ja, super, du bist am Spawn rumgelaufen, hast einen Kaktus erlegt. Ja, super. Wo bist du? Da, ja, bist erledigt worden. Ja, und die Erbse tanzt auch, super. So muss das sein, richtig. Cool. Ja. So, da ist ein All-Star. Gucken, ob wir den kriegen. Ich mag dieses Getanze ja eigentlich, also es sieht lustig aus, aber eigentlich ist es immer ein bisschen assi. Ist schon wieder der. Der hat was gegen uns. Ja. Der, will's wohl hart. Müssen wir ihn nur irgendwie mal kriegen auch. Wahrscheinlich wird er gleich wieder zum Spawn rüberlaufen. Da hinten ist das der, der auf dem Dach steht. Hier geht jetzt erstmal ein Mais runter. Und jetzt laufen sie alle weg. Und ich krieg ihn trotzdem. Jawohl, ja. So. Erbs ist da hinten unterwegs. Wir sollten vielleicht mal versuchen, den Garten ein bisschen zu verminen. So, hier. Ein bisschen Minen in den Garten.
Die schadet nicht. Wir sind doch direkt mal wieder hier. Das ist doch schon wieder unser Kollege, oder? Das ist er doch. Ja, wenn das jetzt noch dreimal macht, dann hat er die Quest, aber... Ja. Da hinten ist er. Ist er das? Ja, Raketen, ja geil. Die, warum lungern die eigentlich hier am Spawn rum, ey? Das ist doch voll assi. Ich meine, ich würde es auch machen. Rache aus dem Grab. Okay. Verbündeten gerettet. Sehr schön, da oben lungert einer rum. Ist das unser Kollege? Hat sich eingenebelt. Da läuft er wieder. Unser Schuss ist auch nicht sonderlich. Akkurat. Tja. Wir kriegen es nicht hin. Da ist er. Ist das der Kollege? Der Kollege Schwein. Ich spiele alle nur Tarnranger hier. Alle kein Skill. Jawohl. Aber es war der, glaube ich, nicht, ne? Ne, Vorfahren war das nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß. Der merkwürdige Typ mit dem Getanze. Das ist er, glaube ich. So. Feindliche Abschlussserie. Batik 6. Ja, das muss doch sein. Batik 6 hat's verdient. Und zwar richtig. Das ist eine Sonnenblume. Die wird mit ZPG-Raketen abgeschossen, okay. Versuchen wir uns mal hinten anzuschleichen. Ah, da kommt er rauf. Hallo? Dann mache ich hier doch mal eine Mine hin, wenn der hier hoch und jumpen möchte. Ich glaube doch 8%! Ah Mann! Ist er in die Mine gelaufen? Ne, da ist eine Sombrero-Bohne, glaube ich, gelaufen. Auf dieser Seite ist der Teleport, glaube ich, nicht. So, hier geht's gemeist. Zombies haben die Basis erobert und wir haben schon wieder einen Spieler mit dem Kornschlag erledigt. Das ist ja ganz nett. Ja, aber irgendwie ist diese Runde so ein bisschen... Na komm. Ein bisschen mäh. Komm, dann kriege ich für dich wenigstens noch eine Vorlage, wenn dich einer killt. Die Gefahrenzone. Ups. Ja. Ja, irgendwie läuft es nicht so richtig bei uns hier. Ja, der Kakteer liegt mir irgendwie nicht. So. Da. Wo setzen wir den Kornschlag hin? Hier in den Teleport vielleicht. Vielleicht gar nicht so schlecht. Ja. Was ist das da hinten für ein Schnapper? Oh, ich bin ein bisschen ruhig, ne? Also jetzt muss mich hier irgendwie... Konzentration? Konzentration. Uns hier oben an die Ecke stellen. Kann man, glaube ich, immer ganz gut
die Leute erledigen, die von da drüben kommen. Aber die sind alle ziemlich gut dabei. Und der Garten ist auch schon eingenommen. Vielleicht den noch. Komm, stirb doch mal. Jawoll. Irgendwie brauche ich zu viel Schuss, um einen zu töten. Irgendwie habe ich das Gefühl. Ich muss wieder... Kantaktus, ja. Tarnkaktus ist auch nicht so geil. In meiner jetzigen Verfassung hier. So, da kommt der Wissenschaftler, der Ingenieur, und ich bin auf der falschen Seite mal wieder. So, der... Aua, aua, aua. Achtung, Wissenschaftler! Wissenschaftler sind scheiße! Ja. Tod den Wissenschaftlern. So, ein bisschen... Ja, den haben wir auch. So. Die hier sind die wichtigen, die müssen sterben. Die Ingenieure. Versuchen wir das Ganze mal mit der Drohne zu erledigen. Aber das ist alles gut geschützt hier vorne. Aber hier sind auch schon zwei Erbsen, die das ganz gut machen. Ja. Jetzt kommen sie auf diese Seite. Ja. Hier ist mein Bollwerk. Hier kommt in die Streuen. So, da ist wieder der Wissenschaftler. Ja, ab in die Mine. Ja, aber gut. Alleine habe ich diese Seite leider nicht gehalten. Na gut. Gucken wir mal, was wir hier ausrichten können. Wenn wir hier vorne gehen. Ich höre doch schon wieder einen Wissenschaftler. Warum ist der so nah? Ja, hier ist Gott sei Dank schon gut Abwehr gepflanzt. So, der Teleport ist auf der anderen Seite. Das heißt, da vorne muss ich dann auch mal meine Minen hinsetzen. Damit das hier auch funktioniert mit dem Töten der Zombies. So. So, der ist schon mal hin da vorne. Die Mine hat er auch kaputt gemacht. Mit der Delfinkanone, der Binky. Naja. So, ist wieder der lange, lange Weg vorne weg. Könnten hier mal versuchen so... Ah, hallo? Nein? Jawohl, den haben wir noch erledigt. Das war wichtig. Können wir mal ein paar Minen auslegen. Und ich finde, hier vorne auf der Brücke ist es auch immer ganz wichtig, dass man da so einen Stopper hinlegt. Hier so ein... Weil sonst läuft man da als Wissenschaftler einfach mal so rüber. Oh, den haben wir auch erwischt. Sehr gut. Ja, das wird mir, das werden wir verteidigen hier. Das ist locker. Ah, zwei drin, aber das reicht nicht. Drei drin? Okay. Der Sieg ist auf der Seite der Pflanzen. Und da oben habt ihr ihn gesehen, den Sack, der immer tanzt. Ja. Willkommen im Fernsehen, mein Lieber. Ja, 12.330 Münzen, das finde ich für eine Pflanze. Okay. 24 Kills. Ja. 42 beim Arne. Der war ordentlich gerockt. Ja, wer war denn das da jetzt auf der anderen Seite? Ich weiß es nicht mehr. Makados vielleicht? Ich glaube schon, ne? Wer weiß. Okay, wir machen mal einen Pack auf hier. Irgendwie so ein Pack. Ja, Sternüberspringer.
Stark Zombies. Jo. Gutes Pack, gutes Pack. Also sobald man ja mal die alles weg hat hier an an Zeug, an unnützem Kram, kriegt man nur noch Sterne überspringen, aber ist so gut. Okay, bis zum nächsten Mal wünsche ich euch noch viel, viel Spaß. Euer Quali. Tschüss.